Es ist 6 Uhr morgens und Manu und ich fahren jetzt gleich in die Area zum 24-Minuten-Spieß. Wir sind gerade auf dem Weg in die Area. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, echt. Keine Ahnung. Es ist 6 Uhr früh, 6 Uhr 10. Die Sonne geht gerade auf, der Mond steht noch rechts ganz hoch. Tja, es wird langsam hell. Die zwei Jungs sind total motiviert. Wir fahren jetzt die nächsten 3 Stunden hier mit Manuel seine Fahrkenntnisse nach Österreich. Hoffen, dass es ein Safe Trip wird. Und hoffentlich werden auch die Sprünge dann nachher safe, ne? Dass wir auf jeden Fall erstmal gleich uns einspringen, ein bisschen trainieren. Und dann schauen wir heute Nachmittag mal. Manu ist nicht so überzeugt. Oder Manu? Nein, ich hab's mir für morgen geplant. Okay, also entweder Ich muss heute jetzt auch fahren und alles und dann. oder morgen. Also wir haben jetzt 10 Uhr. Stimmt nicht. Wir haben 10:04 Uhr. Genau, wir sind schon viel zu spät dran. Machen uns jetzt warm. Trainieren dann ein bisschen aus 10 und 20 und vielleicht auch ein bisschen 13 oder so, Vorübungen. Und ja, wenn wir uns gut fühlen, würde ich sagen, sieht es vielleicht schon heute Nachmittag aus, dass wir jetzt auf 27 gehen, aber man soll ja mal ganz vorsichtig mit so Aussagen sein. Und sagen, hey, wir haben das Schlimmste schon hinter uns, und zwar das erste Mal. Das Das erste normale, Mal ist immer. that was she said. Wir sind jetzt hier auf 27 Meter. Und es geht voll klar. Ja. Also, wir sind jetzt gerade ein kleines Training gemacht auf 10 und 20. Und haben jetzt auch das Morgentraining sozusagen beendet, indem wir jetzt hier auch auf 27 stehen, ein bisschen schauen, ob das für eine Höhe ganz gut ist. Und sind schon optimistisch, dass wir heute Nachmittag dann hochgehen werden. Also viel höher finde ich echt nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber viel höher finde ich nicht. Nee, also es geht schon ganz gut. Ja. Also man sieht auf jeden Fall, dass es höher ist als 20. Aber es ist jetzt nicht hoch. Kann man die so hinstellen? Ah, nee, den nicht. Ich mache aus 20 wollte ich den ganzen Sprung machen und aus 13 dann den Dreiviertelsprung sozusagen, also eineinhalb und dann nach gleichen Takeoff nach oben. Das würde ich jetzt methodisch nicht machen. Nicht? Ich würde erst den ich 13 find's Meter gut, Sprung mach's so. machen. Ich finde es gut. Ich denke, ihr müsst euch da auch keine Sorge machen über die Sprünge selber, die könnt ihr. Ja, das ist überhaupt nicht das Problem. Ja. Wie gesagt, ein bisschen langsamer, aber mit Selbstvertrauen angehen. Einfach im Kopf, ich kann das, ich will das, ich mache das. Ja. Bloß hau halt nicht rein bis zum Abwinker, einen Tick ruhiger angehen oder einfach ein bisschen früher orientieren mit mehr Körperspannung. Ja, ja, wie gesagt, sprungmäßig meine einzigen Bedenken sind die Eier. Der Impact. Ich gucke nach oben, denke an den Sprung, kriege ich direkt Herzrasen. Also mal mehr, mal weniger. Ja. Und das muss gleich oben einfach die Konzentration einfach da sein. Nee, muss die vorher bremsen, ja, ja. Hochgehen. Und dann. Oh. Ja. Na, ich kriege auch ein bisschen wackelige Beine beim Gedanken dran. Genau, deswegen. Aber deswegen mache ich den Handstand. Also, und falls Sie noch keinen mitgekriegt haben, die Jungs springen heute erstmalig von 720 Meter. Die Was? Sind voll motiviert, völlig angstfrei. Motiviert. Sind Sie jetzt auf ungefähr 1 Meter über Seehöhe? Sieht man hier oben die 27 Meter. Und hier ist der Tim. Und der Tim und ich, wir haben gleich vor, von 27 zu springen. Tim, was sagst du dazu? Wie siehst du das Ganze? Bist du fit? Hast du Lust? Hast du Bock? Ich bin total motiviert. So? So? Nee, passt schon, ja. Super motiviert. Weil ihr seid Sportler und der Dings da verrädelt hat, das
ist einfach nur ein Rindviech. Ja, ich bin echt gespannt, wie es wird so rein. Von der Höhe her ist alles gut, wir standen heute Morgen auch schon oben. Aber ein bisschen Bedenken vom Aufprall ist. Man hat ungefähr 20 km/h mehr wie von 20 Meter. Und ja, ich bin vorgestern 24 Meter gesprungen. Und das war okay, das war im Fluss in Halle. Bei einem großen Fest, beim Laternenfest dort, da war ein Brückenspringen. Und das ging voll klar, sage ich mal. Also das Wasser war relativ weich, eben auch weil es geflossen ist. Und von der Brücke mit Hebebühne sah schon hoch aus, aber jetzt nicht zwingend wie 24, wenn man oben steht. Also da finde ich, sieht es hier schon höher aus. Aber wie gesagt, das ist okay, wir standen heute Morgen oben. So, jetzt geht's Training quasi auch los. Es sind keine 5 Minuten mehr. Die richtige Aufgabe wartet aber jetzt erst auf uns. Da muss man einfach sagen, ey, ich kann das, ich mach das. Wer springt als erstes? Ich weiß es nicht. Schnucken wir drum? Können wir machen. Okay, wir werden drum schnucken. Der Gewinner darf zuerst. Warte, auf, möchtest du denn zuerst? Prinzipiell, wenn man das so ganz fragt, okay, würdest du gerne als erstes springen? Ich glaube, lieber wie als zweites, ja, glaube ich. Ich auch. Ja, ja. Ja. Okay. Okay, der Gewinner darf zuerst. Okay. Schere, Stein, Papier, ne? Ja. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Scheiße, ich muss und darf als erstes. Ich gehe auch als erstes, wenn du willst. Wenn du nicht willst, wenn du nicht willst. Alter, jetzt geht's. Vielleicht entscheiden wir es auch nochmal um. Mein Herz, als ich da auf deine Hand berührt habe, ja, ja, ist direkt auf 200. Ohne Scheiß. Ich gehe jetzt auch nochmal was zu meiner persönlichen Motivation tun. Ja. Ich werde zum Ketterrauchen mit euch. Rauchen ist scheiße. Nehmt euch keinen Vorbild an diesem Mann mit Russland auf der Badehose. Weil Rauchen nicht nur schlecht für euch ist, sondern auch für die Menschen um euch rum. Und ich will ja kein Moralapostel sein, aber hört auf zu rauchen. Rauchen ist Kacke. Naja, habe ich dazu nichts zu sagen. Also wir haben eine Instagram-Umfrage gemacht. Hat das noch nie gemacht? Bei mir haben 3 Leute Nein gesagt. Von 80, glaube ich. Genau, und bei mir haben 43 Leute Ja gesagt und 0 Leute. Richtig unfair. Also nein. Keine Grüße gehen raus an meine Turnkollegen, die Nein gedrückt haben. Bock. Richtig Bock. Man sieht mir das nicht an, aber danach. Ja, ich hab Bock. Ich hab auch Bock. Ich hab Bock. Sicher, das ist alles richtig Bock. Also, wir warten immer noch. Alter, ich bin wieder richtig scheiße. Ja, ich auch. Jetzt gerade so. Wir wurden gerade betitelt, oder bezeichnet, was heißt betitelt? Uns wurde gesagt, 8-jährige Mädchen. Und das Ganze auch noch von so einem gewissen Typ. Wie gesagt, ich finde, wir dürfen ja angespannt sein. Ja, der Körper. Aber hier und so. Ja, das, ey, der ist immer angespannt, ne? Vor allem das Ding zwischen den Beinen, ne? Die Person hier. Der Trainer ist total relaxed, weil der glaubt, die machen sich, die machen sich hier einen Spaß draus, wie wir uns hier verhalten. Ja, weil ihr euch und die machen sich Spaß sind drauf, wahrscheinlich selber hier uns Todes in die Hose machen, ja, und ihr stundenlang so rumsitzen. Ja, und wahrscheinlich sind die aber genauso angespannt, wie es nachher klappt, wie wir. Ich bin mit Sicherheit genauso angespannt wie ihr, weil du seit 10 Minuten nichts mehr geraucht hast. Also der weiß schon gar nicht mehr, wo oben und unten ist gerade, habe ich gemerkt. Läuft hier mit seiner langen, knielangen Badeshorts hier die Treppen hoch. Aber jetzt habe ich ein bisschen Beispiel. Es geht noch, aber ich spür's schon ein bisschen. Und ich glaube, wenn ich oben stehe, dann habe ich Eierflachen des Grauens. Es ist so hoch. Nein, noch nicht. Und wir sind noch nicht ganz oben. Ach du Kacke. Mama, Mama, helf mir. Okay, nein, Spaß. Das schneiden wir raus, ja? Das war der einzigartige Tim Tannig mit seinem Doppelsalto halbe Schraube aus ungefähr 20 Meter. Ah, hier, so. Ich mache jetzt hier mal ein ganz kleines Aufnahmevideo von den Jungs, die stehen jetzt da unten. Die sind aufgeregt wie 2 kleine Mädchen. Ein großer Auftritt steht bevor. Jetzt geht's los. Wo ist der rote Teppich? Ja, ich warte hier schon seit 5 Minuten auf euch. Ja, wir mussten
und nochmal einfach drehen zum Spaß. Seid ihr bereit? Natürlich, wir sind immer bereit. Ja. Und der Tim geht jetzt hoch und macht Spaß. Wasser, ja? Du machst das auch. Was wollte ich hier eigentlich? Ich glaube, ich habe eine Pizza bestellt. Pizza für dich und mich. Hier ist deine Pizza. Ah, nee, warte mal. So, hier haben wir es jetzt. Eine Ewigkeit später. Eine Stunde später. Zwei Stunden später. Drei Stunden später. Denkst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder auf? Ich muss wieder laufen. 2000 Jahre später. Ja.